Wir gehen mal hier rein. In Moon. Das ist ein Hack, der gerade... Oh, wow, Livesplit reagiert nicht. RIP, Livesplit. Ist ein Hack, der gerade relativ neu ist und ein bisschen angesagt. To the Moon. To the Moon. To the Moon. Team Shell gibt's auch nochmal. Es gibt heute ordentlich SMW. Ach, lul. Lol, als ob. Welcome, there is no princess. There are only hidden blocks. War noch gar nicht Level 1, hallo? Mission Control. You can save the game anytime on the overworld by pressing select. All entrances to secret levels will be found in the first half of a level. Na gut. Na gut. I.O. Ab geht's. Okay, erstmal lesen wir hier den Text. So long, and thanks for all the fish. Douglas Adams' Third Wall. Was ist das für eine geile Mucke? Die holt mich schon mal ab. Da fehlt mal dieser Cringe-Emote. Also ich muss wirklich, wie gesagt, ich sag nicht häufig, dass meine Emotes irgendwie toll sind. Aber das Cringe-Emote, ist das, also das, drückt ein Cringe, dieser Gesichtsausdruck drückt richtig krassen Cringe aus. Ah, pfui. Okay. Der ist aber schon hier richtig widerlich, oder? Weil ich ja die Plattform runterdrück. Vielleicht muss ich doch ein bisschen länger auf der Plattform bleiben. Geil. Denzen 86. Junge, was ist das? Einer der Top-Kanäle auf dieser Kultstrolch-Jojo. Geil, oder? Ist wirklich einer der kultigsten Kanäle, Staudi. Glückwunsch. Du hast auch den neuen Denzen Cringe. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Emote einfach. Utz, kann man immer mal rauskloppen, wenn man gerne im Erdboden versinken will. Und gerade bei eurem Kultkanal und bei eurem Kult-Content will man ja auch mal im Erdboden versinken. Und da passt der natürlich ganz gut. Also im Alltag, ganz genau. Wenn man mal wieder einen harten Tag gehabt hat und dann denkt man sich, uiuiui, das war... Da habe ich aber wieder mal ins Klo gegriffen. Ne? Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Der ist aber auch nice, ja, der ist auch ganz nice. Das sind, ich glaube, die sind aber eher jetzt ein bisschen temporär für die Punch-Out-Challenge, Craftkind. Aber ja, ich habe ja gerade die ganzen Slots und man muss doch hüpfen. Was hältst du von Wrestling? Bin ich jetzt leider raus. Wrestling fand ich als Kind geil, ne? Wrestling. Aber ich kann verstehen, dass man das gerne guckt. Das ist ja eigentlich nichts anderes als eine andere Form von einer Soap oder Telenovela, ne? Oder? Muss man ja mal so sagen. Es ist ja einfach komplett geskriptet eine Story. Und ich glaube, da geht es ja mittlerweile viel mehr als nur um die Kämpfe an sich. Sondern da geht es ja um Beziehungen und Freundschaft und Verfeindschaft und wer gegen wen und wer ist mit wem im Team und so weiter, oder? Das ist doch... Wrestling ist doch viel mehr als nur die dämlichen Fights. Und ob der jetzt eine Powerbomb macht oder ein Back-Suplex oder ein Belly-to-Belly, ich glaube, darauf kommt es doch gar nicht mehr an, oder, beim Wrestling?
geht doch eher um die ganze Geschichte. Und wenn ich mal jetzt irgendwie... Man hat ja irgendwie vor kurzem auch nochmal... Moment, einmal Fokusmodus. Oh! Shit. Hat man ja nochmal irgendwie, Wrestling, dann läuft mal, keine Ahnung, auf Sport 1 läuft abends Wrestling und dann bleibt man ja immer mal kurz hängen. Und immer wenn man mal hängen bleibt, dann geht's eigentlich nur darum, dass irgendwelche Leute mit dem Mikrofon im Ring stehen und irgendwelche Ansagen machen gegen irgendwelche anderen Wrestler. Oder gegen andere Organisationen und... Also... Da habe ich gesagt... Hab ich gedacht, ja, da geht's doch gar nicht mehr um das Kämpfen, da geht's doch nur noch um die Story. Also ist das eigentlich nichts anderes wie GZSZ, aber in einem anderen Setting und für ein anderes Publikum. So, das ist meine Meinung zum Wrestling. GZSZ, ja, bin gut sozusagen. Ja, ist jetzt eine Geschmackssache, ne? Aber für mich wäre jetzt auch Wrestling besser als GZSZ, also ja, GZSZ in gut. Ja, ich kenne das halt noch von damals, WWF und so, das habe ich halt auch als Kind geguckt, ne, WrestleMania 17 oder so, war vielleicht das letzte. Was weiß ich, mit Lex Luger, Tatanka, da bin ich so, das war meine Zeit. Bam Bam Bigelow, Doink, das war meine Wrestling-Zeit. Und danach war ich raus, danach bin ich raus. So ein John Cena oder so kennt man, aber habe ich noch nie irgendwo Wrestling sehen. Ups. Goldberg, Hogan, ja, das kenne ich auch alles, ne? Razor Ramon, Shawn Michaels, Bret Hart, Hitman Hart, hier Owen Hart und dann die tragische Geschichte und so. Das kenne ich halt auch alles, ne? Also da bin ich komplett dabei. Aber danach, ich kenne nichts mehr. Junge, warum ist das so hart? Rey Mysterio. Ja, besser. Ja, Razor Ramon, der mit dem Zahnstocher. Richtiger, ekliger Dude. Dass man hier springen muss. Oder ich muss einfach länger warten. Also das ist schon... Das sieht auch wieder nach nichts aus, aber das sind so tighte Jumps hier. Alter, wieso ist das so hart? Junge! Nice. Oh, Deathlock? Oh mein Gott. Wie geil ist denn das? Also das ist geil. Das ist ja Spielflow des Todes. Aber der Jump, Junge. Boah. Wie schnell muss man denn sein? Aber wie geil ist denn dieser Part? Also das ist mega hier, ehrlich. Ric Flair, ja. Oh, wie geil! Also der Spielflow. Ungewöhnlich, dass es nicht mal vorbei ist, das Level, ne? Oder? Es fühlt sich nicht an, als wäre das ein Level. Auch thematisch fühlt sich das nicht an, als wäre das ein Level. Also gar nicht. Tonic, Junge, Alter, danke, jetzt ist gut. Wirklich. 5 Euro. Dankeschön. Da bekommt man gleich selber Lust, den zu spielen. Ja, 3 Parts finde ich seltsam, um ehrlich zu sein. Ich meine, ist nicht schlecht, aber es passt irgendwie nicht so richtig geil zusammen. Plötzlich bin ich im Weltall. So, was ist denn jetzt los hier? Hüpp.
Ach, Mann, Junge, wie willst du denn? Mach doch dann da auch eine Scheißmünze hin. Da sind überall dumme Münzen. Und da dann nicht. Finde ich leider nicht konsequent. Ja, auf der anderen Seite hätte man auch die dicke Bertha sehen können, ne? Aber siehst du halt dann in dem Moment nicht, wenn du so Precision Jumps da machst. Da würdest du eine Münze halt deutlicher wahrnehmen. Boah, weil ich schon wieder geflucht hätte, wenn die Mucke scheiße wäre in dem Level. Alter! Chaka! Oh! Doch, den hätte ich gerne. Schönes Level, aber ich bin jetzt nicht auf dem Mond. Das wäre jetzt ja konsequent, oder? Lohn Homer 99. 5 Euro. Wegen dir habe ich mir einen Snails gekauft. Ein Snails? Danke dafür. Gerne, Mann, weil du schlau bist. Ist das Secret Exit? Wahrscheinlich, oder? Ist das der Secret Exit? Der war gar nicht mehr so Secret. Ah, die Mucke. Schade, ich hätte das andere Level gerne weitergespielt. Also, Secret Exit hätte ich jetzt nicht sofort geholt. Ich will zurück. Geht nicht, ne? Ja, das war jetzt nicht so secret. Das war ja fast... Ah. Die Mucke ist halt... Ich sag's auch immer wieder, wie viel macht denn Musik bitte aus bei einem Hack? Alles! Wow, wirklich? Die Mucke. Also Mucke ist einfach alles in einem dummen Hack. Baue halt ein ansatzweise vernünftiges Level, mach gute Musik rein und das Level ist gut. Ernsthaft. Mach halt einfach nur gute Musik rein und keinen Scheiß. Dann kann das Level schon nicht kacke werden. Finde ich wirklich. Moment. Ach, ich kann doch noch... Ach, das ist ein blauer Naked, ich Idiot. Ach ja. Blue Cooper, ich kann doch instant auf der Naked springen. Oh Gott, den brauche ich ja nicht. Also da ist einiges los. Ich finde den Hintergrund gar nicht schön. Also es passt schon zu dem Vordergrund irgendwie, aber... Wenn man jetzt wirklich auf den Hintergrund achtet, dann ist der schon sehr hässlich. Auch mit den grünen, mit den Blöcken oben, das ist ja super hässlich abgeschnitten irgendwie. Mag ich gar nicht. Benjamin, achso, Minus, nicht den ganzen, das ist ein Emoji. Okay. Benjamin, Brain ist Minus. Da, Leute. Ja, Brain ist wirklich da. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Das ist ein super geiles Level. Das finde ich. Also, das ist schon sehr kreativ mit der Plattform. Nein, warum mache ich denn da Fulljump, ich Idiot? Moin und einen schönen Sonntag. Dancen Hype. Wow! Das Ende ist schön gemacht. Muss ich mich leider selber mal loben. Ich lobe mich mal selber. Hallo, ich mich mal selber! Easy.
Brain ist da, Leute. Brain ist da. Arbeitet schnell. Nice. Wir gehen aber nochmal rein, glaube ich. Weil das ist der Secret Exit. Oder machen wir erst den Phoebe? Erstmal hier den Phoebe. TKO? Aber das Level ist TKO. Wünsche euch einen schönen Sonntag, ist gleich. Puki, danke für 37 Monate. Die sieht man auch viel zu selten hier, finde ich. Das sind geile Gegner, also geile Plattformen sind sie eher. Ah, Spin, mach doch da eine Münze hin. Ich bin Fan von Indikatoren. Das ist eine Geschmackssache, aber... frustig so zu sterben, einfach. Oh no! He's not allowed to die! Junge, was ist das für eine beschissene Hitbox von denen? Also wirklich, leider, von vorne sind die echt ein bisschen müllig. Von oben sind die super, aber von vorne... was gibt's zu essen? Es gab gestern was Gutes. Doc Falcon, danke für deinen Prime-Sub. Es gab gestern was Gutes und da war zum Glück noch was übrig. Ich habe nämlich nach langer Zeit mal wieder was gekocht. Ein schönes Curry. Und da ist natürlich noch ordentlich was übrig geblieben. Und das heißt, ich werde heute schlau sein. Und an diesem Sonntag nur den Reiskocher nachher anwerfen. Und dann bin ich nämlich schon glücklich. Ah, du darfst halt nicht eine Sekunde zuvor Regrap machen. Oh, komm! Alter, die Mucke, die knallt so geil rein. Was für ein geiles Level. Junge, was sind das für... Oh, jetzt kommt ein Troll. Achtung. 3, 2, 1. Mit dem Jump erstmal durch die Wand gecheased. Also das war wirklich geil. Okay, sehr schön. Wow. Double Jump, ja. Na gut, meine Frame-Tricks, die sind natürlich jetzt durch Punch-Out. Ha, Kindergeburtstag. Ich weiß nicht, warum das Jump heißt, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht, woher die Musik ist. Sagt es mir. Also es kommt mir sehr bekannt vor. Sehr. Hab ich auf jeden Fall gespielt. Nee, doch, das ist scheiße. Die Pipe am Anfang, die hatte ich schon. Das ist Secret Exit. Ja, Better Twitch TV ist so eine Browser-Extension, die macht Sinn einfach. Wenn ihr die Emotes selber auch sehen wollt, wie sie hier im Chat zu sehen sind oben. Ich finde, habe ich auch viel zu spät erst installiert. Aber ist schon geil. Gibt schon sehr coole Dinger da. Ich müsste mal selber eigene GIFs machen, von mir da hochladen. Das wäre auch noch gut. So Rage-GIFs oder so. Ich mir aufs Knie hau oder so, das könnte ich mir da gut vorstellen. Die Frage ist halt, wann macht Twitch endlich mal... Wann gibt's da mal GIF-Emotes? GIF-Emotes brauchen wir. Wann machen sie das mal? Dass man irgendwie ab bestimmten, so wie man Slots freischaltet, Emote-Slots, dann auch ab einer bestimmten Zahl GIF-Slots freischaltet. Animierte Emotes, das wäre halt der Next-Level-Shit.
Hart, 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 hart. Aber geiles Level. Ich finde die bis jetzt alle geil. Es gab noch kein beschissenes Level. Also, es waren jetzt auch noch nicht viele, aber jeder Exit war irgendwie cool. Wow. Ah, Spin, mein Gott. Die Mucke ist aber wirklich fantastisch. Komm schon, dieser High Bounce ist halt so seltsam, dass man dafür bestraft wird, ist irgendwie nicht gut, finde ich. Das sieht auch wieder nach nix aus, aber das sind wirklich widerliche Jumps hier. Ihr müsst mal in der Input-Anzeige darauf achten, wie das A rotiert, das ich drücke. Also der rechte Knopf, für die, die wieder sagen, hä? Der rote. Also, wo ist denn A? Was hier Regrab-technisch in dem Level passiert? Junge, dieses Drecksviech! Das ist zu wenig Platz! Ha! Oh.